Zum Herzinfarkt bis hin zur Reanimation. Brandmeldealarm, Hauptschaltanlagengebäude. Muss sich einer auf den anderen verlassen können und das. Menschen erzählen sich schon seit jeher Geschichten. Gut beschrieben schlüpft man in die Erfahrung des Erzählers und spürt förmlich seine Erlebnisse. Sie gehen unter die Haut. Wollten Sie schon immer mal in die Haut eines Feuerwehrmannes schlüpfen? Dann bleiben Sie dran. Für RWE durften wir die Männer der Werksfeuerwehr einen Tag lang im Einsatz begleiten und ihren Geschichten lauschen. Dieses Storytelling als Format eignet sich wunderbar, um Emotionen und Informationen verschmelzen zu lassen. Herausgekommen ist ein wirklich bewegender Film, der den Einsatz dieser Helden angemessen wiedergibt. Dokumentarischer Imagefilm, Film ab. Warum bringt man sich freiwillig in Gefahr für andere Menschen? Das ist ja eigentlich schwer zu verstehen, aber es ist halt Leute, die aus Überzeugung machen, die tun das. Man kommt zur Arbeit und man weiß nie genau, was passiert. Kann sein, dass man eine ruhige Schicht ist, kann aber auch sein, dass man sich die Hacken abfährt oder auch wirklich schlimme Sachen sieht. Und ja, das ist so ein bisschen der Reiz bei dem Beruf. Man konnte wirklich gar nichts sehen, auch das Feuer nicht, bis man dann wirklich so nachher einen Meter davor stand und dann schlagen einem die Flammen entgegen. Das war schon beeindruckend. Wir arbeiten im 24-Stunden-System. Das teilt sich halt auf in verschiedene Bereiche, Arbeitszeit, Bereitschaftszeit und Ruhezeit. Ja, so eine 24-Stunden-Schicht ist wesentlich einfacher und besser zu planen, zu verarbeiten wie ein Dreifachwechseldienst. Um 6.30 Uhr morgens ist Dienstwechsel, also man trifft sich in der Regel so 5 bis 10 Minuten vorher in der Fahrzeughalle. Ja, dann wird mal so kurz über den vergangenen Tag gequatscht, was für Einsätze waren, was an Material gebraucht wurde, was sonst noch irgendwo den Tag über passiert. Ja, dann geht es mit der Fahrzeugübergabe weiter. Jeder von uns auf der Wache hat Sachgebiete. Das sind dann Arbeiten, die zum Beispiel Stromerzeuger oder sowas, die müssen dann regelmäßig geprüft werden. Feuerlöscher, Wandhydranten und diese ganzen Geräte, die müssen natürlich auch gewartet und geprüft werden. Und wir als Werkfeuer übernehmen das. Weil es wäre einfach fatal, wenn der Kollege bei einem Glimmbrand sich den Feuerlöscher an der Wand schnappt und der nicht funktioniert. Die Ortskenntnis der Feuerwehrleute ist halt gegeben, dadurch, dass sie früher auch schon mal in den Betrieben gearbeitet haben. Wir sind nicht nur für die Brandbekämpfung da, sondern auch für die technische Hilfeleistung. Wir fahren im Zuge unserer Tätigkeit auch sogenannte First Responder Einsätze, übernehmen dann die Erstversorgung. Wir sind alle mindestens ausgebildete Rettungssanitäter. Splitter im Finger bis hin zum Herzinfarkt, bis hin zur Reanimation, das fällt alles auch noch in das Gebiet rein. Und das ist unser Tagesgeschäft noch, was wir neben dem Einsatzdienst noch machen. Ab 18 Uhr fängt unsere Ruhezeit an. Dann gehen ein paar Kollegen in den Sportraum. Einige Kollegen, die laufen um die Wache, andere die gehen aufs Laufband oder fahren Spinningrad. Umso fitter ich bin, umso weniger ich mit meinem Körper im Einsatz zu tun habe, umso besser und adäquater kann ich den Patienten helfen. Und dann ist halt ganz normal, wie anderswo zu Hause auch, da sitzt du halt mit deiner zweiten Familie im Fernsehraum. Ja, und gegen 22 Uhr löst sich das dann in der Regel so ein bisschen auf und man geht dann zur Nachtruhe über. Brandmeldealarm, ist irgendwie in einem schon drin, ja. Wenn das Telefon geht, ist man komplett auf Sendung, auch wenn man mitten in der Tiefschlafphase ist. Man funktioniert einfach nur noch. Feuerwehr ist Teamarbeit, da muss sich einer auf den anderen verlassen können und das morgens um 3, wenn man gerade aufgewacht ist. Ne? Und das ohne zu murren und zu knurren. Man sagt auch immer gerne, der Feuerwehrmann ruht, er schläft nicht. Und das ist tatsächlich so. Ich habe auf der Arbeit keinen tiefen, festen Schlaf. Unser erstes Fahrzeug, das fährt immer mit 4 Leuten raus, sodass wir immer direkt den ersten Angriffstrupp stellen können und direkt einsatzbereit sind. Wir gehen ja in Gefahrensituationen rein, wo andere rauskommen. Man fährt hier raus und man verlangt direkt die volle Leistung von jemandem. Man muss geistig direkt auf Niveau sein und muss alles abrufen, Ortskunde, Fachwissen und, und. Kann sein, dass irgendein Kessel vom Netz geht. Das heißt, wir müssen da alles kontrollieren an Kesselanlagen, ob da Kohlenstaubbrände sind, was auch relativ häufig dann gerade im Notbetrieb passiert. Im schlimmsten Fall passiert da der größte Einsatz. In der Regel kommt man vom Einsatz zurück, macht dann natürlich als erstes die Fahrzeuge wieder einsatzbereit, weil es kann ja auch jederzeit wieder losgehen. Und dann liegt man natürlich im Bett, ist noch voller Adrenalin und dann braucht man mal wieder so eine halbe, dreiviertel Stunde, um überhaupt mal wieder auf Ruhe zu kommen und dann wieder einzuschlafen. Da ist dann so eine Nacht auch schnell vorbei.
die ganzen 24 Stunden ist man noch zu einem gewissen Teil angespannt und unter Strom, klar. Feuerwehrmann ist man, glaube ich, aus Herz und Seele. Ne? Also wer das nur als reinen Beruf sieht, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Das ist halt unsere Berufung, sage ich mal ganz klar. Und wenn man mit der Wachmannschaft zusammensitzt, diese Teamfähigkeit, die ist super. Bei der Feuerwehr, ich kenne nichts anderes oder Vergleichbares. Man kann sich auch blind auf den Kollegen verlassen. Man arbeitet jahrelang mit ihm zusammen. Man weiß ganz genau, wie er tickt, wann er zu Bett geht. Und ich glaube auch, dass das einiges ausmacht. Ja.